Mein Name ist Bernhard Kutschak. Ich berichte Ihnen aus unserer heutigen Personalratssitzung. Herr Rösen, Leiter des Bauabteilung, hat uns die neuen geplanten Bauvorhaben am Klinikum vorgestellt. In den nächsten Jahren werden uns einige Baustellen begleiten. Ein weiteres Thema war die geplante externe Blutentnahmestelle der Transfusionmedizin an der Uni. Es bestehen noch offene Fragen zu den Auswirkungen auf die Beschäftigten. Daher haben wir die Maßnahme zunächst abgelehnt, um diese Fragen noch klären zu können. Mit dem großen Interesse haben wir einige Details des Tarifabschlusses der Charité zur Entlassung berichtet bekommen. Die dann erreichten Personalbesetzungen sind fernab von den hier vorgehaltenen Besetzungen. Im positiven Sinne dieses Abschlusses wird sicher eine Ausstrahlung auch nach Nordrhein-Westfalen haben. Wir würden uns wünschen, einen solchen Tarifvertrag auch für das Uniklinikum Essen zu haben. Das ist alles, was ich Ihnen von heutigen Sitzung berichten kann. Tschüss, bis zum nächsten Mal.